Lackenhof ist ein bisschen ein Dornröschenschlaf. Und sie haben jetzt die Chance, dass man sagt, da ist man von Anfang an mit dabei und weckt das aus dem Dornröschenschlaf und baut das miteinander auf. Gibt ein bisschen einen Vertrauensvorschuss und gibt dem ganzen Projekt eine Chance. Ich bin der Edi Ederer, bin aus Steinerkirchen. Ich habe bei dem Wettbewerb der Ötscher Ruft mitgemacht, weil mir die Region sehr am Herzen liegt. Ötscher 365 ist eigentlich so 365 Tage im Jahr. Also man darf jetzt Lackenhof nicht so abstempeln als Winterskigebiet, weil einfach perfekt ist fürs ganze Jahr, auch in der Übergangszeit. Im Sommer ist, glaube ich, unumgänglich, dass man Richtung Wanderer und vor allem auch Richtung Radfahrer sich orientiert. Das kann irrsinnig gut funktionieren, wenn man da auf die Radfahrer aufspringt und diese Zielgruppe auch angeht und auch versucht, dass man die hierher bringt. Zugang wäre, dass man mit Trails, dass man einfach mit verschiedensten Orten, nicht nur Mountainbike-Strecken im klassischen Sinn, sondern auch kleine Bikeparks. Aber es muss nicht extreme Downhill-Strecken sein, sondern was einfach was die ganze Masse und die ganze Familie begeistert. Ja, ich fahre sehr gern Ski, und einfach weil der Naturschnee oft sehr gut ist da. Und nutze das aber auch sehr viel zum Skitouren gehen, weil der Ötscher, der kleine und der große Ötscher, einfach zum Skitouren gehen einfach perfekt ist. Tolle Touren, hochalpine Touren eigentlich machen und das vor der Haustür. Ja, und ich glaube, dass halt einfach Lackenhof prädestiniert ist dafür. All diese Sportarten, diese Sachen kann man dann am Platz platzieren, ohne sehr großen Aufwand zu betreiben zu müssen, weil schon sehr viel Infrastruktur da ist. Und das würde einfach die ganze Region, die ganze Ortschaft Lackenhof irrsinnig beleben und das nächste Neue ins aktuelle Jahrhundert bringen.